Und zu, ja. Weiß, ist schon in Ordnung. Brille trage ich gar nicht, bin kein Brillenträger. Brille, Kette trage ich nicht. Nur zu Anlässen. Muss ich dann halt ein bisschen. Bisschen Schmuck anziehen. Hut, Bart haben wir. Haare haben wir auch. Gesichtsfarbe haben wir auch. So. Nee, will ich nicht. Das reicht schon. So, und jetzt? Warum hat er denn schon wieder keine Hose an der Bengel? Meine Fresse. Ich will keinen. So, ja, genau. Das ist, glaube ich, für die anderen Anlässe dann. Nee, wir haben alles. Wie geht's jetzt weiter? So, oder was? Kriegen Sie das Häkchen, um die Bibliothek zu speichern und zu spielen. Ja. Lassen wir so. Einziehen. Deine Sims brauchen einen Ort zum Labern. Zum Leben. Zum Glück haben wir ein paar perfekte Möglichkeiten für dich in Willow Creek und Oasis Springs parat. Das von dir gewählte Zuhause verfügt über einzigartige Nachbarn und Aktivitäten. Aber du kannst auch jederzeit beliebig andere Welten in die Sims 4 besuchen oder beziehen. Wo wollen wir? Ich mag's idyllisch. Grün, idyllisch und ruhig. Dieses Grundstück kann ich mir gar nicht leisten. Wie viel Geld habe ich? Umzug LPS. Finanzen 20.000. Zum einsamen Bächlein. Zum einsamen Bächlein, okay. Warte mal, das ist aber 30 mal 20. Das ist 20 mal 15. 30 mal 20. Das ist ein großes Grundstück. Aber das steht nicht. Wollen wir uns eine eigene Bude erstmal? Ja, komm, wir bauen uns eine eigene Bude, Mann. Das heißt, wir ziehen da jetzt hin. Okay, ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe Sims 3 mal von meiner Schwester gespielt. Aber nicht wirklich ausführlich. Der Sims 4 hat zahlreiche neue Features zu bieten. Bevor wir uns damit genauer befassen, müssen wir die Grundlagen abdecken. Zuerst sehen wir uns schnell mal an, wie du deinen Sims steuerst. Okay. Bewege das Mausrad. Okay, STRG. Ah, okay. Blenden Sie die Wände im Haus oder ausklicken Sie auf Wände. Okay, Wände. Es ist ganz leicht, die Kamera auf den beliebigen Haushalt zu finden. Ah, okay. Du kannst deinem Sim mit der Kamera folgen, indem du mit rechts auf das Porträt des gewünschten Sims klickst. Über die Zeitsteuerung kannst du das Spiel pausieren, beschleunigen, verlangsamen. Okay. Gemacht. Aktionsschlag. Von diesem Sim geplanten Interaktionen werden der Reihenfolge nach warte schon lange eingefordert. Auch diese Weise kannst du deinem Sim mehrere Dinge auftragen. Klicke auf eine der Interaktionen in den Warteschlangen, um sie abzubrechen. Okay. Ja! Sims haben ihren eigenen Kopf, Emotionen, Merkmale und Bedürfnisse. Gründe in sich treffen sich Entscheidungen. Entscheidungen, die sie durch Überraschungen erfreut und manchmal auch. Ich will jetzt ein Haus bauen. Mit Gefühl spielen. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben im kleinen oder auch im großen Stil verändert.
Ein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig, okay? Wir geben deinem Sim, mit der inspiriert wird. Okay? Dann gib ihm mal die Immo. Sim ist jetzt mit darüber verwehrt. Die Laune des Sims gründet auf eine aktuelle Emotion. Launen sind die Wünsche deiner Sims. Fahre mit der Maus über die Laune, um mehr darüber zu erfahren. Klicke auf Kunstwerk, um es dir anzusehen. Joggen gehen. Bodybuilding. Klick auf Endeline und wähle Joggen. Energiesaft trinken. Zurück nach Hause. Joggen gehen. Wir könnten ja. So, Baugrundlagen will ich nicht sehen. Ich will mir ein Haus bauen. Ich habe genug Platz. Ach, guck mal, hier kann man jetzt sogar einzelne Sachen anklicken. So, wir wollen Treppe. Ach, da kann man sogar drin reingehen, alles klar. Wir brauchen erstmal Wände. Raumtool. Ich will was Schönes. Was Ambiente-mäßig was hat. So, das Ding kann man jetzt ziehen, oder wie? Ja, ich finde, das Haus muss schon ein bisschen modern sein, ne? Das sieht jetzt aus wie so ein Rattenkasten. Ich glaube, wir entfernen das mal. Ich hab schon eine Idee für so ein paar Umrisse für so ein Gebäude. Hier vorne ist ja der Eingang, ne? Der Eingang soll erstmal so sein, so dass wir hier so den Eingang haben. Und dann soll das Gebäude ja noch schicki aussehen. Die Wände werden, glaube ich, gerade gar nicht angezeigt. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ja, das wollen wir jetzt noch nicht machen. Wir gucken jetzt mal, wie wir das hier machen. Ich bin halt noch ein Noob in Sims, aber das kriegen wir alles schon hin. So. Das soll ein schönes Ding werden. Wir müssen halt gucken, dass wir auch noch genug Geld haben. Ich glaube sogar. Ja, so ein Stück. So. 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 Jetzt Boden. Wo hauen wir den Boden? Raumtool, Wandtool, ziehe um die Wand, okay, ziehe um die Wand zu errichten, halte STG gedrückt, um ziehe über die vorhandene Wand, um
Sie zu löschen will ich nicht. Sobald du einen Raum oder eine Terrasse platziert hast, kannst du mit der horizontalen Pfeil die größere verändern. Dreh bla. Sobald du einen Raum oder eine Terrasse platziert hast. Ich will halt jetzt. Ach, das ist so ein Raumteil-Ding-mäßig. Will ich aber gar nicht. Ups, jetzt ist mein Dings wieder weg. Wann das jetzt? So. Dann habe ich hier in der Mitte die Tür. So, so. So war das, ne? Ja, so. So war das. Gut. Wände und leere Zimmer. Ich weiß halt nicht, wollen wir so eine offene Bude haben halt? Das ist halt das, was ich überlege, so. So einen offenen Wohnraum halt, wo alles so ein bisschen so gestaltet ist. Das sieht alles so schief aus, aber es ist es gar nicht. Ist alles gerade, ne? Ja. So. Objekte brauchen wir noch nicht. Wie mache ich denn Fußboden? Änderung Terrasse. Was ist denn eine Terrasse? Kann ich hier so eine Terrasse ranprügeln? Die Terrasse will ich aber nicht. Zimmer bauen. Ach so, und da kann man dann einfach klicken und dann wird der Raum einfach. Ach so, da kann man sogar dann die Dings bauen, alles klar. Boah, die Küche, Alter. Das wäre denn die Küche, würde ich sagen. Ballern wir hier oben hin, oder? Wie kann ich was wegmachen? Wird dann das ganze Zimmer gekauft, oder? Ach, das wird dann so hingestellt einfach und dann ist das da. So. Die Küche kostet alleine schon so viel wie fast wie viel Geld wir haben, Alter. Hier kann man die Küche dann auch noch größer machen. Schön da. Hey, ich will noch mal bearbeiten. Wie kann ich das denn bearbeiten? Jetzt noch mal so ein Objekt. So. Wir könnten natürlich auch. Das geht nur immer bis zu so einer Linie, bis zu so einer dicken, bis zu einer Mittellinie geht das nicht. Das wäre dann erstmal die Küche.
Könnte man aber so machen. Wie drehe ich das? Ah. So. So. Würde ich sagen, Kühlschrank. Warum geht er nicht daneben? Kann keine anderen Objekte überschneiden. Was überschneidet er denn? So, jetzt wollen wir erstmal Schlafzimmer haben. Einfaches Schlafzimmer. Gottes Willen. Das sieht doch schon schick aus. Ich habe ja nicht mehr so viel Knete. Jetzt mal kaufen. Was mit unserem Bau da hinten in der Ecke ist, wohin fällig dann auch? Ich will jetzt aber zum Beispiel den Raum drehen. Wie mache ich das? Hier ist nur die. Ah, da.